Keine Sorge, dieser flotte Schritt ist keine Übung für die Bundesheer-Volksbefragung, sondern die Tonaufnahme für einen Film made in Hollywood und Wien. Genauer gesagt, die Indien. Eine Komödie im Stile der nackten Kanone in Neumarks werden dazu die Szenen für einen Probetake gefilmt. Mit von der Partie die Vienna Pirates Cheerleader und das stramme Blasmusikorchester der Musikschule Deutsch-Wagram. Der Inder wird stilecht von Jagdeep Baiwar dargestellt. Es geht darum, dass ein tollpatschiger Inder, in dem Fall ich, von seiner Freundin verlassen wird. Und dann passiert ihm ein Unglück nach dem anderen, also er gerät in Schwierigkeiten. Und das auf eine sehr lustige Art und Weise eben. Lustig beim Film heißt warten können und viel Koordinationsvermögen beweisen. Von der Arbeit als Kameramann ändert sich da jetzt nicht so viel, ob da jetzt mehr oder weniger Leute im Bild sind. Aber die Koordination, dass da wirklich die Abläufe alle passen, dass also die alle Positionen richtig besetzt sind und dass die Personen auch alle zu richtigen Zeitpunkt das Richtige tun, das ist das Aufwendige. Genau, weil wir alle Bewegung haben und wenn der Text gesprochen ist. Das Zusammenspiel zwischen Kamera und Regie ist das Um und Auf für Träume. Der Traum ist nur wirklich einen Film zu machen, wie er uns allen gefällt. Und jedes wirklich mit viel Enthusiasmus dabei von unserem Team. Und dadurch, dass viele Leute eben so viel Spaß haben, glauben wir, wird das einfach auch eine gute Geschichte werden. Und der Trailer hoffentlich seine Leistung bringen, damit wir nächstes Jahr den ganzen Film machen können. Was ist der Trick? Wie kriegt man einen nach vorne? Ja, normalerweise müsste ich jetzt da was modellieren, aber so bin ich jetzt gerade im Moment nicht ausgerüstet. Jetzt versuche ich halt irgendwie was zu improvisieren. Laufen, ne? Mit Kleben oder so, mal schauen, ob wir es hinkriegen. Hinkriegen muss man auch die korrekte Adjustierung und die passende Gesichtspflege. Ja, jetzt hält er leider nicht mehr, weil jetzt ist er schon ein paar Mal verdreht worden, aber sonst, ja, wie gesagt, das geht mit einem schönen Bartwachs, geht das relativ in kurzer Zeit. Man muss ihm halt dann nachwachsen, also das heißt, ich nehme an, dass er dann irgendwann ein bisschen nachwachs wieder, dass er wieder schöner steht. Jetzt ist er schon ein bisschen aus der Form. Also Scheinwelten, wohin man schaut, sogar die Musik kommt vom Band. Nur der Ami-Schlitten fährt wirklich. Wie viel verbraucht er auf 100 Meter? Nein, es in Wirklichkeit ist ein Cadillac, ist relativ sparsam. Also wir haben jetzt dann auf 100 Kilometer gerechnet, einen Durchschnittsverbrauch von 14,9. Also zusammengefasst, wir brauchen Schauspieler, herumstehende Komparsen, Regisseur, Kamera, Licht, Ton und viel Zeit. Und dann sieht das irgendwann so aus. Die Indien oder Hollywood in Wien. Demnächst diese Szene vielleicht auch im Kino. Konzentration, Anspannung und Vorfreude in der Spielerkabine des Teams Trialog vor dem Anpfiff zum großen Spielen gegen die Bundesliga-Profis von Austria Wien. Es ist ein ganz besonderes Spiel, initiiert von den beiden Vorständen des Instituts, Trialog, Alexander Karakasch und Michael Galibow. Wir versuchen Begegnungen zu schaffen, als Jugendliche sich auskennen, von der anderen Kultur auch, um vor allem Vorurteile abzubauen. Das Trialog-Team besteht aus jüdischen, muslimischen und christlichen Spielern, verstärkt von zwei Fußballlegenden und die wissen, warum sie mitspielen. Sport sollte verbinden, Sport sollte Partnerschaft bilden. Es gibt keine Hautfarbe Unterschiede. Ich habe bei Ajax Amsterdam gespielt, 3 Jahre. Wir haben alle Nationalitäten vereint bei diesem Verein. Und der Fußballsport sollte an und für sich wie jeder Sport oder Mannschaftssport ein toleranter Sport sein. Das heißt, ich spiele ja gern mit meinem Freund, mit meinem Mitspieler, egal von wo der kommt und welche Sprache er spricht. Ich glaube, Fußball ist international. Es gibt alle möglichen Rassen, Hautformen im Fußball, miteinander, gegeneinander. Man sieht schon in den Nationalteams mit dem David, es ist ein dunkelhäutiger Spieler dabei, was schon ewig da ist, was ein super Bursch ist. Und wenn man da so in die Runde schaut, in der Kabine, sind sehr viele lustige Spieler da und ich freue mich wirklich auf das Spiel heute. Keine Frage, das Lampenfieber ist groß. Erstens geht es gegen Bundesliga-Stars und um ein deutliches Zeichen für eine gute Sache. Naja, ein bisschen Anspannung ist da, auch wenn natürlich sozusagen der Charakter des Miteinanders im Vordergrund steht, will man gerade als Rapidler gegen die Austria eigentlich schon gewinnen. Ja, der Respekt ist sehr groß. Wir wissen, dass die Austria sehr, sehr oft trainiert. Das ist eine professionelle Mannschaft. Manche von uns spielen natürlich in Vereinen, die in unteren Klassen spielen. Es ist klar, dass alle nervös sind, gegen die Austria zu spielen, aber wir werden unser Bestes geben und schauen, dass wir so gut wie möglich spielen. Ja, wir müssen alle zusammen kämpfen und beweisen, dass wir zusammen miteinander sein können.
Das ist das Wichtigste, die Botschaft steht im Vordergrund. Weil alle freuen sich, dass wir jetzt gegen die Austria spielen, aber das ist eigentlich nicht die Hauptsache heute. Ich hoffe, dass es nicht peinlich wird für uns. Aber die Parole von Austria-Trainer Peter Stöger ist dennoch eindeutig. Es ist jetzt nicht so, dass wir da nur gerade Partie machen wollen. Wir wollen schon ein paar Sachen, was ist Trainingsreiz, wollen wir schon noch setzen. Das heißt, die Burschen müssen schon unterwegs sein. Also so ist es nicht. Wir müssen schon ein bisschen was machen. Die Bundesliga-Profis erfüllen den Trainerauftrag und schenken den Zusehern einen Torreigen. Sie gewinnen mit 9:1. Nach Spiel werden im VIP-Club noch Samil Ami, die Fußballmanagerin aus Persien und der heimische Thai-Box-Weltmeister Fadi Mersa für ihr soziales Engagement mit den Trialogpreisen des Jahres 2013 geehrt. Das ist für das soziale Engagement und es ist mir eine Riesenehre, so einen Preis zu haben. Und da ist auf jeden Fall die Verpflichtung viel größer auf mich geworden. Für mich der Trialog bedeutet das, dass die Leute, wir sind im Jahr 2012, egal auf welche Religion, welche Culture man kommt, wir sollen miteinander gut verstehen. Und natürlich für mich, der Fußball ist ein Spiel, das die Leute zusammenbringt und bedeutet viel für mich. Die abschließende Botschaft der Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer in Sachen Toleranz und Akzeptanz für Menschen mit Migrationshintergrund ist unmissverständlich. Irgendwann muss das alles einmal selbstverständlich sein. Irgendwann darf das kein Thema mehr sein. Irgendwann dürfen wir nicht mehr darüber reden müssen, ob wir auch niemanden vergessen in der Gesellschaft. Zu einem guten Essen gehört normalerweise ein gutes Glas Wein, aber neuerdings muss es nicht immer Alkohol sein. Neuester Trend, Restaurants setzen auf Tee zum Essen. Einer, der dies mit Kulinarik vereint, ist Josef Floh in seinem Gasthaus, der Floh in Niederösterreich. Uns liegt jetzt der Tee sehr, sehr am Herzen. Wir glauben, dass die Vielfalt der Teearomen mindestens genauso groß ist wie beim Wein. Dass auch hier sehr vielfältige Geschmacksrichtungen vorhanden sind. Viele Möglichkeiten, um hier auch Speisen perfekt zu begleiten. Wie das Ganze nun aussieht, schauen wir uns in Flohs Küche genauer an. Und das ist unser heutiges Menü dazu. Ziegenfrischkäse mit Sandornfrüchtetee, Lachsforelle mit Erfrischungstee, gestampfte Erdäpfel mit Apfelminztee und als Dessert Schokolade und Schwarztee. Und nun zum ersten Gang. Wir machen heute einen Ziegenfrischkäse mit roter Rübe und Lavendel, weil das einfach ganz, ganz gut zu dem Sanddorntee gut dazu passt. Die Lavendelblüten, die in dem Tee auch drinnen sind, ergänzen sie optimal mit dieser leichten Süße der roten Rübe. Den Sanddornfrüchtetee ins kalte Wasser geben, kurz aufwallen und danach 10 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit würzt Flo die roten Rüben mit Balsamico, Salz, Pfeffer und dekoriert mit Lavendelblüten. Und schon ist die Vorspeise fertig. Damit geht's auch gleich zum Gast. Der milde, säurearme, fruchtige Tee rundet den intensiven Geschmack des Ziegenfrischkäses und das Fruchtige der roten Rüben perfekt ab. Noch dazu hat Sanddorn mehr Vitamin C als die Zitrone und ist die einzige Frucht mit den gesunden Omega-3-Fettsäuren. Zurück zu Flo in die Küche. Zum zweiten Gang gibt es einen Erfrischungstee und dieser wird nicht nur als Getränk verwendet. Als nächstes machen wir eine Lachsforelle im Tee gegart. Wir haben da jetzt die Lachsforelle genommen und haben sie in den Erfrischungstee eingelegt. Für zu Hause einfach den jeweiligen Fisch eine Stunde vor der Zubereitung in Erfrischungstee einlegen. Dazu passend Julienne-Gemüse anbraten, in Basilikumöl, gesund und schnell zubereitet. Die groben Blätter des Tees immer brechen, bevor der Tee mit heißem Wasser übergossen wird. Das Lemongras, die Zitronenmelisse und Zitronenverbene riechen nicht nur gut, alle diese zitronigen Teesorten passen perfekt zu einem leichten Fischgericht. Fruchtig geht's weiter, die Apfelminze begleitet den Hauptgang, gestampfte Erdäpfel mit Knoblauch und Mangoldstielen. Ja, diese Süße von diesen Stampferdäpfeln und diese leichte Schärfe des Knoblauchs war eine ganz optimale Ergänzung zu dieser Apfelminze, die ein bisschen Säure wieder reinbringt und doch auch eine gewisse fruchtige Komponente mit einschließt. Genießen Sie den Tee am besten lauwarm zum Essen, so verbinden sich die Geschmäcker optimal. Nun noch das Dessert. Schwarztee passt am besten zu bekannten Gerichten, aber auch zu schokoladigen und süßen Nachspeisen. Süßen Abschluss machen wir jetzt Schokolade und Getreide. Das
passt, glaube ich, ganz, ganz toll zu diesem Inspiration der Sinne, zu dem Schwarztee, der wiederum jetzt sehr viel Gewürzen verbunden ist, deswegen auch dieser Übergang von Schokolade zu Getreide. Und dazu gibt es ein Schokomousse mit süß-saurem Dirndl-Kompott. Der Schwarztee mit Gewürzen passt nicht nur perfekt zu süßen Gerichten, er senkt auch den Blutdruck und hilft gegen Stress. Achtung, keine Milch und keinen Zucker verwenden, die verfälschen nämlich den Geschmack des Tees. Und ein weiterer Tipp vom Experten. Drauf los, wirklich einmal probieren. Zu einem Fisch, einem frischen zitronigen Kräutertee oder zu Schokolade, wo man einen Schwarztee, wo ein paar Gewürze drin sind. Also einfach drauf losprobieren, frei von der Leber, unvoreingenommen und dann macht es wirklich großen Spaß. Ob Schwarztee, Kräuter oder Früchtetee, Teesorten gibt es fast unendlich viele. Der Kreativität sind hier also keine Grenzen gesetzt und werden Ihren nächsten Besucher daheim ganz bestimmt genussvoll beeindrucken. My feet don't look like they're my own. Am 17. Oktober findet wieder eine lange Nacht des guten Geschmacks statt. Die Wein- und Design-Tour verspricht lukullische Höhenflüge in außergewöhnlichen Umgebungen. Die Wiener Innenstadt verwandelt sich ab 19 Uhr in eine Flaniermeile des guten Geschmacks und setzt auf die Symbiose zwischen ansprechendem Design aus heimischen Manufakturen und internationalen Designerschmieden sowie den besten Tropfen aus den rot-weiß-roten Weinbauregionen. An diesem Abend präsentieren sich rund 50 österreichische Top-Winzer wie etwa Neumeier, Kerschbaum, Wieninger, Zahel, Nittnaus und viele mehr in 15 designaffinen Locations, bis hin zu einer Filiale der Volksbank, die auch schon im Vorjahr gut besuchter Hotspot war. Also wir versuchen immer, wenn es irgendwie geht, den Wein zum Thema zu passen. Wir haben zum Beispiel eine Präsentation mit einer französischen Firma hier gehabt, dann war ein französischer Wein, wenn es einmal ein italienisches Buffet gibt, gibt es einen italienischen Wein, aber tendenziell bevorzugen wir eigentlich österreichische Weine. Im Vorjahr konnte man sogar im Riesenrad Weine verkosten, stimmungsvoll hoch über Wien eine Runde drehen und genießen. Das Praterwahrzeichen ist heuer nicht dabei, dafür feiern dieses Jahr neue Partnerbetriebe bei der Gusto-Nacht primär. Sie werden die ohnehin schon verwöhnten Gäste mit ausgesuchten Schmankerln, passend zum präsentierten Wein, auf eine noch höhere Genussebene heben. Ab 22 Uhr startet in Joschis Corner im 1. Bezirk Woltzeile 17 die Afterparty zum Ausklang des genussvollen Abends. Tickets gibt es wieder bei Wien-Ticket unter www.wien-ticket.at. Flair des 1. Bezirks mitten im 18. Das gibt's nur im Café Aumann. Hier trifft man sich, um zu sehen und gesehen zu werden. Hier im Café Aumann ist alles vertreten. Hier sind die Krawattenträger, hier sind die Kaufleute, hier sind Büroangestellte. Hier ist aber auch am Abend die Jugend, die also weggeht, die also nicht unbedingt immer in die Innenstadt rein muss. Das Café Aumann am Aumannplatz versucht ein Lokal für alle zu sein. Hier finden Bauarbeiter ihren Mittagskaffee, genauso wie der gestresste Krawattenträger seinen Abendausklang. Der Anspruch findet sich auch in der Speisekarte wieder. Vom Toast für 2 Euro bis hin zum Wiener Schnitzel um knapp 15 Euro ist alles dabei. Ein Lokal für alle eben. Die Wiener Gastronomie-Szene ist also einer der vielfältigsten, die es gibt. Ich sage immer, die Wiener Gastronomie-Szene beginnt beim Würstelstand, über den Kebabstand und hört beim Steirereck auf. Vielfalt gibt es im Café Aumann auch beim Café. Die Latte Art ist eine Spezialität. Bilder auf dem Kaffee-Latte-Schaum als kleiner Gag und Aufmunterung. Wer sich die gemütliche Location nicht entgehen lassen will, kommt ganz einfach her. Direkt an den Straßenbahnlinien 40 und 41, Station Aumannplatz, fährt für den Nachtschwärmer auch der N41, wenn es mal wieder später wird.